So, da geht's heute weiter mit Star Wars. Gott sei Dank haben wir jetzt mal. So, hier können wir nochmal kurz meditieren. Fähigkeitspunkte können wir hier nicht vergeben. So. Zurück wird schneller gehen. Ja, hoffentlich. Fällt denn mal. Ich muss mich gerade nur orientieren. Das ist der Vorteil. Also, nicht, dass ich mich orientieren muss, sondern einfach, dass ich, ne? Dass es jetzt schneller geht zurück. Vor allem können wir jetzt nämlich auf den Wand laufen, das ist das. Und so deutlich halt zum Schiff kommen, wenn ich über diese Löcher wären. Ich muss nicht nur gerade mal gucken. Fuck. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Ich krieg hier nämlich auch. Ich kann das Ding nicht runtersetzen. Warte mal. Und dann können wir theoretisch diese Insel verlassen, nämlich auch. Die Frage ist. Warte mal, wir müssen dorthin. Das heißt, wir müssen irgendwie darüber. Hallo? Und wer bist du denn für ein süßes Kerlchen? Hast du einen neuen Freund? Ein Boggling. Was steht da gerade? Ah, scheiße. Ich war ein bisschen zu langsam am Drücken. Gut, da kommen wir auch nicht rüber. Na gut, da sind wir ja gerade hergekommen. Scheiße. Gehen wir mal hier lang. Dr. Bokto, aber ich habe keine Ahnung, ob das Viech mich jetzt irgendwie wieder weiterverfolgt. Ich habe nämlich jetzt doch keine Lust, jetzt irgendwie das irgendwie auszuprobieren.
das für ein Ort? Wir dürfen nicht in das Wasser treten, okay? Ein Echo wahrnehmen. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Okay, jetzt können wir wohl wieder rüber. Weil wir den Saft abgestellt haben. Das war natürlich alles anders einfach. Na gut. Leider auch nichts mehr zum Heilen oder so. Das ist das Problem. Natürlich will ich jetzt mal hier raus erstmal. Kann ich hier unten drunter? So wird immer eine Frage beantwortet? Nein. So. Oder ist das vielleicht sogar der richtige Weg da unten? Warum gehst du da nicht dran?
So. Okay, probieren wir es also nochmal. Da müssen wir hoch. So. Gut, hier scheinen wir nicht rüber zu kommen, aber da sind wir eben gewesen. Das heißt, wir sind schon mal wieder auf dem richtigen Wege. Warte mal, da muss ich was. Was ist hier? Interagieren. Leben, Macht und EP wiederhergestellt. Aha, das ist gut. So, kann ich jetzt da irgendwie ran? Ich vermute, dass ich darunter muss. Darunter den Wandlauf setzen und dann wahrscheinlich da hochklettern. Hep. Hab ihn. So. Das hat ja schon mal geklappt. Und diese putzfässigen Viecher, die tun mir ja hoffentlich nichts. Und wir sind wieder zurück zum Schiff. Ah, Gott sei Dank, was für eine schwere Geburt. Jetzt muss ich dann irgendwie reinkommen. Oh ne, so funktioniert das nicht. Da geht's irgendwie rein. Du hast bestanden. Das ist gut. Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Zephon. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal, ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Na, aber hallo. Bist du dabei? Datumir oder Seth? Du hast die Wahl. So, mehrere Einträge haben wir. Kapitel 1 haben wir beginnen. Kapitel 2, okay. Das haben wir erledigt. Das war jetzt Kapitel 2. Ja. Okay, das haben wir auch schon erledigt. Okay, gut. Die Frage ist, wo geht's als nächstes hin? Holotisch benutzen. Ekelhaft. So, das heißt, wir fliegen nach Sepho.
Kokano. Dann gehen wir dahin. Das wird unsere erste Reise. Ein großartiges Militär damit befasst, die Gesetze des Imperiums durchzusetzen und jedem Einhalt zu gebieten, der unsere galaktische Harmonie zerstören will. Hören Sie diesen Dreck? Schalten Sie ab, Grace. Diese Lügner. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Für sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Ach, kommen Sie. Einige sind heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Nicht wie auf Lateron. Solange der Imperator die richtigen Leute zufriedenstellt, wird das so bleiben. Deshalb brauchen wir die Jedi. Dann sollten wir das Holoding schleunigst holen. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Dann machen wir das. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Cal, hier drüben. Gute Arbeit auf Pogano. Danke. Bin gleich wieder da. Naja, gleich. Heißt nicht heute.